endgültige Abschied angesagt. Die letzte Ryan Fire Fanparty im Stahlwerk an der Ronsdorfer Straße. Ryan Fire rief zum letzten Mal und sie kamen alle, ehemalige Spieler und mehr als 1000 begeisterte Fans. Zusammen wollten sie noch einmal den Ryan Fire Spirit hautnah miterleben, denn Szenen wie diese wird es in Zukunft nicht mehr geben. Nach 13 Jahren feuriger Atmosphäre im Rheinstadion, in der Arena auf Schalke und in der LTU Arena verabschiedete sich das American Football Team gestern Abend im Stahlwerk mit all dem, was Ryan Fire über die Jahre ausgemacht hat. So wie die Pyromaniacs. Die hübschen Cheerleader verzauberten einmal mehr das Publikum und sagten so auf ihre Art und Weise auf Wiedersehen. Es war sehr, sehr traurig. Gerade beim letzten Feiertanz musste ich mich sehr, sehr zusammenreißen, nicht loszuweinen. Also es ist schon alles sehr emotional. Es kamen sogar extra Fans aus Holland, um sich vom American Football in Düsseldorf zu verabschieden. Ja, auch die Firefans sind eine Familie von mir geworden und ich habe so viele gute Freunde gemacht. Und für mich, das ist auch ein Abschied von der ganzen Liga. Das ist nicht nur Edmunds für mich. Fire war auch so groß und wie ich auch schon gesagt habe, die Liga ist nicht wieder, aber das bleibt hier im Herz, im Gedanken. Und ja, Edmunds Fire, das ist so etwas special. Ich muss mal dabei sein. Ein weiterer Höhepunkt war die Versteigerung von Originaltrikots aus der Saison 2007. Gefolgt von der Verabschiedung der vielen Nationals, die in all den Jahren für Ryan Fire aufliefen. Egal, ob für die Fans oder für Spieler. Dieser Abend war für alle etwas ganz Besonderes. Die letzten 7 Jahre, die waren sehr emotional und jetzt ist heute alles vorbei. Aber es war schön, dass alle nochmal zusammengekommen sind, um den Moment zu genießen heute Abend. Ja, also wir sind alle tot traurig und geheult habe ich auch schon, muss ich sagen. Jetzt nicht hier, weil ich war schwer beschäftigt, damit Fotos zu machen. Aber wir hoffen, dass es natürlich hier irgendwas gibt, was uns genauso mitreißt. Aber die letzten 10 Jahre, die waren so unglaublich. Das gibt es, glaube ich, nicht, dass es nochmal so etwas gibt für uns. Ja, ist natürlich traurig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, denke ich, war ein gesunder, gelungener Abschluss für uns, für Ex-Spieler und natürlich vor allem für die Fans. Hat Spaß gemacht, so traurig wie es ist. Während die Spieler fleißig Autogramme schrieben und Fanfragen beantworteten, sagte dann auch das gesamte Head Office um General Manager Sammy Schmale ein letztes Mal Goodbye. Kurz vor 21 Uhr war es dann soweit. Mit dem großen Abschlussfeuerwerk im Stahlwerk erlosch die Flamme im House of Fire. Aber in den Herzen der Fans wird sie ewig weiterbrennen. Wir sind gleich wieder für Sie da, liebe Zuschauer. Dann geht es bei uns weiter mit der zweiten Handball-Bundesliga Süd und